Ich glaube, mein Mann hat in die Hose geschissen. Wie kommen Sie denn darauf? Ei, gucken Sie doch mal die Unterhose an. Ja, da hat sich Ihr Mann nicht richtig den Hintern abgeputzt. Das sind Streifschüsse. Streifschiss? Kann das am Waschmittel liegen? Wir benutzen nämlich immer das Ariel, das mit der Clementine. Nein, nein, daran liegt es bestimmt nicht. Oder an der Waschmaschine. Wir haben doch immer noch das alte Ding von der Oma. Nein, ganz sicher liegt es auch nicht an der Waschmaschine. Ei, was ist es dann sonst? Ich sagte doch schon, Ihr Mann muss sich richtig den Hintern abwischen. Was für ein Toilettenpapier benutzen Sie denn? Ei, wir nehmen das Aalzeug aus der Ostzone. Das ist immer am billigsten. Ach du liebe Güte, na kein Wunder. Da können Sie sich ja auch gleich mit der Bildzeit in den Hintern wischen. Entschuldigung. Na, das geht nicht. Haben Sie denn nicht den Arschtest gemacht? Was denn für ein Arschtest? Na, da finden Sie heraus, welches Toilettenpapier Ihrem Hintern am besten passt. Ei, ich steck mir das Klopapier doch nicht in den Hintern. Das verlangt ja auch keiner. Nur muss das Papier dem jeweiligen Hintern angepasst sein. Dann wischt es sich besser. Also, mein Mann muss sich halt besser den Arsch abputzen. Das kommt aber nicht in Frage, dass mir das Klopapier aus der Ostzone jetzt fortschmeiße. Wann's alles, dann meinst welche, machen wir den Arschtest. Na dann viel Erfolg. Das sieht jetzt aus. Okay, endlich. Gar nicht mehr.